Hallo und herzlich willkommen zurück zu Essence of Nature. Wir machen produktiv weiter mit Legs. Das ist gut. Wunderbar. Darf ich jetzt bitte wieder? Dankeschön. Wir versuchen heute mal endlich die verdammte Baumfarm in Gang zu kriegen. So hoffe ich. Okay, wir brauchen dafür auf jeden Fall unsere Baumfarm. Warum ist meine Maus wieder empfindlicher als vorher? Manchmal könnte ich diesen Minecraft einfach nur ins Gesicht schlagen. Ohne Witz. Sehr viel besser. Oh Mann, ey. Unfucking fassbar. Okay. Was mache ich hiermit? Hier fehlen dann drei Glyphen. Also ich brauche auf jeden Fall Erde, Holz, irgendwas. Ich glaube, ich nehme Erde. So. Wunderbar. Du fällst eh ab. Okay, also ich will die Baumfarm woanders hinbauen, weil hier ist ja natürlich jetzt gerade etwas schwierig. Im Sinne von, hier steht ein bisschen was anderes jetzt rum. Aber das kriegen wir schon hin. Wir haben ja genug Platz hier eigentlich. So. Alles da. Dann brauche ich noch das hier bitte. So. Wunderbar. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder rauskommen. Warum ist hier irgendwie immer noch Wasser? Das gibt's doch gar nicht. Ich wohne jetzt schon so lange. Ich habe noch nicht das Wasser weggemacht. Ganz schön fahrlässig. Hallo. Hallo. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ja. Hör auf zu fließen, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, ich hasse Wasser, ne? Also in Minecraft ist es mehr als ätzend. Und ich brauche neue Stone Bricks und neue Kreide. Kreide, 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 Kreide. Ich glaube, ich habe die eingepackt. Jo, das habe ich. Okay, das war hier. So, die darf wieder weg. Baumfarm. Wo könnten wir die denn am besten hinsetzen? Was dachten unsere Karte dazu, wo denn am besten Platz wäre? Wie könnten sie übers Wasser bauen? Das keine so schlechte Idee wäre. Hierhin. Ja, das könnten wir tun. Quasi hier ran. Dann haben wir sie auch relativ nah am Haus, was mir gar nicht mal so in die Quere kommen würde. Wunderbar. Also, das heißt, oh Gott, welche Höhe hätte ich denn gerne? Ich will ja schon wieder Wasser hier überall rumfliegen. Das ist auch nicht so geil. Aber ich glaube, ich mache es so, ja. Und dann mache ich aber hier die Baumfarm hin. Du bist jetzt ein bisschen im Weg. Ja. Schaufel. Ich hatte mal eine Schaufel. Mal kurz hier irgendwas wegtun, was ich jetzt gerade nicht brauche. Das brauche ich noch alles. Das kommt weg, das kommt weg. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich brauche die Schaufel. Ansonsten. Jo. Okay. Erstmal. Ist mein Keller? Nee, nee, ich glaube nicht. Oh, Kacke. Hier war der Brunnen. Verdammt, den habe ich ganz vergessen. Zwei. Der verdammte Keller. Ach Gott. Verdammtes Wasser. Okay, gut. Können wir das mal irgendwie stopfen, das Loch? Mit einer Handvoll Cobblestone vielleicht? Das wäre schön. So. Das ist schon mal ein Anfang. Wow, schön dunkel. Hop, hop, hop. Na? Voll lieb! Ist echt ein bisschen schwierig zu timen, weil mit dem Sojourner's Dash bin ich ja relativ fix unterwegs und im Wasser, also wenn ich im Wasser auf Boden treffe, bin ich auch wieder fix und ach Gott, das ist echt ein bisschen verwirrend. So, ich wollte das Ding ein, warte, nach außen abstehend bauen, damit ich
Hier das Band hinsetzen. Obwohl, das macht keinen Sinn. Oder? Das Band kommt hier hin. Da muss ich doch einen tiefer gehen. Also Band heißt die zweite Ebene von oben gesehen. Und dann mache ich, glaube ich... Oh Gott, schwierig. Wohin mit der Technik? Die Technik kann einmal... Kommt hier direkt Wasser? Nee, ne? Gut. Hier kurz einmal ein bisschen Platz machen. Für die Technik habe ich meinen Hammer dabei. Das wäre sehr schön. Die Eulen nerven. Ah! Zack. So, ach ja, was essen. Stimmt, da war ich dabei. Einen leckeren Mushroom Bacon Burger. Nom, 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 nom. Wunderbar. Ja, den Level habe ich vergessen. Okay. Whee, Repair. Na, endlich. Gut, das kommt mir gerade rechtzeitig, weil die Eco zum Kaputtgehen war. Wunderbar. So, okay. Also, die Baumfarm. Hier oben kommt das hin, auf jeden Fall. So, dann hier kommt der solide Ring. Dann machen wir hier auf jeden Fall schon mal dicht. Das ist klar. So. Wir haben Sachen, an die wir nicht ran müssen. Das ist einmal Gearbox ist für Strom. Strom können wir dann am besten hier einspeisen. Oben oder unten. Und unten kommt dann einmal... halt. Gearbox, habe ich gesagt. Gearbox für Strom. Wolf Hatch. Control. Control kann... oh Gottchen. Oben drauf. Control, Control, Control. Da, zack. So, genau. Dann kann eine Wolf, kann hier hin. Eine kommt hier. Das, du bist die Hatch, ne? Oh, noch eine Hatch? Ich brauche zwei Hatches, echt? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. So, das war mit dem soliden Ring. Hier oben ist der Ring, da kann also kein Ding sie rein. Okay, am Ende ist das Ding geformt, das ist schon mal gut. Dann muss ich gleich mal gucken, wie ich das am cleversten anstelle mit Wasser und Co. Als erstes brauchen wir naturellement Brixies. Ich weiß es auch ehrlich gesagt gerade... Oh, was? Gerade gar nicht, wie weit das Ding jetzt nochmal war. War das jetzt mal 7x7 oder 9x9? Ich glaube, das war 7x7. Ich meine, ein Zuschauer hatte gesagt, die neue Größe ist 7x7 im Selbsttest. Was ganz gut ist, weil ich habe noch nicht geguckt, ob die Wiki aktualisiert ist. Denn es gab ja das große Update bei Forestry von 3 auf 4. Und da hat sich anscheinend wieder was verändert. Weil mit Forestry 3 waren wohl die Größen sehr groß. Halt, was tue ich hier? Das vollkommen falsch. Hier kommt das Dirt. Aber vorher kommt das Stone Brick. Wie weit gehe ich eigentlich? Auf jeden Fall erstmal die 4. So. Ein raus. Hier ein raus. Gehen wir noch ein raus. Und hier können wir auch, ja. Okay, also zack, zack. Stone Brick, Stone Brick. Ja, so, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieht auch ganz gut aus. Dann war das eine Spitze oder eine... Ne, es war eine Gerade, meine ich. Das heißt, du bist falsch. Ja, soweit die Zeichnungen immer noch korrekt sind, sollte... 1, 2, 3. Oh Gott, ich sage hier mit dem schnell über Wasserlauf ist ein bisschen. Bisschen knifelig. 1, 2, 3. Ist das jetzt 3? 1, 2, 3. Ne, jetzt nicht. Gut, also das hier weg. Dann kommt hier die Schräge. Wow. Schräge. Mehr Stonebreaks. Woo. So. Okay, also.
Denn wie gesagt, die Stone Bricks sind dafür da, um der Farm zu zeigen, wo sie denn ja, die Farm quasi erstellen soll. Das ist wichtig. Hier wollte ich noch ein Stück nach hier gehen, genau. Okay. Halt, hier drunter auch. Das ist richtig. So, guti guti. Dann dort setzen. Okay. Ich frage mich gerade, brauchen wir eigentlich für die Farm ein Circuit Board? Weil wir haben hier die ganz normale Managed Arboretum Farm. Whatever. Also das heißt die ganz normale Baumfarm und ich glaube, dafür brauche ich kein Circuit Board. Weil normalerweise kann man mich hier einstellen, was für eine Art von Farm es sein soll. Weil jetzt kann das Ding nämlich wirklich nur, ja, quasi eine Baumfarm sein und kein Weed und kein gar nichts anderes abbauen. Da braucht man dann Circuit Boards, um den Dingen zu sagen, was es denn tun soll. So, wir brauchen noch Wasser für die Farm. Wir brauchen Tageslicht für die Farm. Verdammte Nacht. Ja, dann brauchen wir den aufbereiteten Appetit. Und ja, wo ist meine Note? Habe ich Eimer dabei? Nicht wirklich. Können wir eben ganz kurz eine Wasserquelle machen? Ah, gut. Hui. Schwupp. So, und zwar, gut, wie komme ich denn jetzt hier am besten dahin, wo ich hin will? Also, Schaufel. Irgendwann treffen wir ja auf unseren bereits gegrabenen Gang. Können wir quasi mal unseren Keller erweitern, um schneller oder beziehungsweise einfacher an Strom und Co. zu kommen. Dann können wir von hier abzwacken. Ach Gottchen. Dieser Gravel ist echt ein bisschen anstrengend. Dann sollten wir, glaube ich, langsam einen soliden Weg machen hier. Das ist echt nervig. Weg mit dem Dreck. So, da wunderbar. Haben wir nämlich dann quasi den Weg hier als Arbeitsplatz für die Farm. Okay. Überall Sand und Gravel, das ist zum Kotzen. Oh, hier gibt's Strom, jawohl. Oh. Da war sie hinüber. Okay, einmal kurz nachlegen. Oh Gott. Moment, wie komme ich hier am. Hier. Hallo. So, mal kurz Stahl. Aus Stahl, weil die meine ich. Jawohl, okay. Ganz schön viel Schnickschnack dabei. So. Guti, guti, dann können wir. Dann baue ich. Dann tun wir. Ich kann die auch von unten ansteuern, oder? Das müsste funktionieren. Das heißt, wenn ich hier eine Note hinpacke, sollte das gehen. Liquid Note mit World Interaction Upgrade Steinchen weg und unendliche Wasserquelle. Zack. Wunderbar, das Ding zieht Wasser. Sehr schön. So, du kriegst Wasser. Nope. Aber dann weiß ich, dass ich hier Valve tun muss. Valve. Patch. Nur aber ganz genau. Sehr feini fein. Feini fein. Okay, dann kann das jetzt ja eigentlich wieder zugemacht werden hier. Muss ja keiner ran. Hier gibt es unendlich viel Wasser für immer und ewig. So, als nächstes, was machen wir dann nun? Wir brauchen
Die Farm oben ist gesetzt soweit. Ja, dann brauche ich jetzt Strom, bitte. An die Gearbox. Auf neue Pinöpel. Und Kabel. Habe ich noch Pinöpel und Kabel? Habe ich die dabei? Nein. Käbelchen. Pinöpelchen. Ein Pinöpel noch. Ich brauche die Transfer Notes, auf jeden Fall. Und Pipes. Ich habe keine Pipes mehr. Ehrlich, habe ich alle verbaut? Crush it. Okay, dann, müssen wir noch welche bauen. Okay, habe ich Glas hier? Kein Glas. So. Ah, hier habe ich noch da. Gut. Hoip. So. Aha. Pinöpels. Genau, Kupfer habe ich da und ein bisschen Hardened Clay. Habe ich noch irgendwo hier Hardened Clay rumfliegen? Immer doch. Nice. Übrigens, ich empfehle heute die einzelnen Mods im Launcher nicht abzudaten. Ich hatte das nämlich heute gemacht. Und danach ging NEI nicht mehr. Wenn man drauf geklickt hat, ist sofort die Welt abgeschmiert. Und deswegen, ich empfehle euch auf jeden Fall erstmal nicht zu updaten. Ich habe auf mein eigenes Pack quasi gedowngradet und es läuft wieder einigermaßen gut. Also es läuft wieder perfekt. Und deswegen, ja, seid vorsichtig mit ungewollten Updates. Es ist immer ein zwieschneidiges Schwert. So, Moment. So, wie mache ich es hier am cleversten? Klappt das? Jo. Sehr schön. So, wir haben Strom. No Fertilizer. Ja, das weiß ich. Danke. Das kommt noch. Supi, wir haben Power, wir haben Wasser, fehlt noch Liquid, Fertilizer und, ja, Setzlinge bzw. Abtransportation der fertigen Produkte. So, dafür nehme ich nämlich, glaube ich, am allerbestigsten, neue Kiste. Neue Kiste. Eisenkiste. Eine Goldkiste reicht dann auch erstmal. Gold. Jo. Wenn die erstmal voll ist, dann reicht es auch erstmal, glaube ich, an Holz. So, dementsprechend. Verdammt. Okay, ich muss da oben jetzt mal eben kurz dicht machen. Und hier unten ausleuchten. Wobei, ich brauche nicht ausleuchten, weil wir ja einen Schutz vom Monster sowieso haben. Das ist wunderschön. Aber ja, ein Weg. Ein Weg bestehend aus diesen Steinchen vielleicht. Diesen Steinchen. Ja, habe ich den Schüssel dabei. Nope, nope, nope. Kann ich mal mitnehmen, genauso wie das Ding. Du warst Silk Touch, ne? Ne, Outsmelter. Genau. Jo. Wow. Das, ach ne, ich hab's ja selber repariert. Ha, schon gut. Das kann erstmal weg, das kann weg, das kann weg. Mr. Schüssel. So. Einen schnellen Weg hier hinstellen. Okay. Da! Na toll. Ich glaube, bei Gelegenheit muss ich die Dinger auch mal stumm schalten, weil sie sind ein bisschen nervig. Okay. Noch ein bisschen mehr hiervon, für ein bisschen mehr weg. Und dann können wir nächstes Mal feierlich die Baumfarm in Betrieb nehmen. Und ich habe auch noch ziemlich viel mehr vor. Oh, guck mal, hier wird das Biom geändert. Hier wird es langsam grün.
Wunderbar, ich will es aber hier noch knallgrün haben, deswegen wollen wir auch das Biom ändern, nicht? So, okay, also das hätten wir. Was habe ich gesagt? Kiste. Die Kiste, die kommt... einfach... ich weiß es nicht. Ich glaube, einfach hier hin. Ja. Einfach dahin, okay. Ich glaube, ich baue noch ein Treppchen hin. Uhu. Okay, es ist vielleicht auch ein bisschen archdunkel. Gar nichts zu sehen bringt uns auch nicht weiter. Okay. So, hier ist die Kiste. Dann gibt es hier die Abtransportation. Und zwar hier entlang. Einmal geschickt hier rum. Und zack. So, das sollte rein theopraktisch funktionieren. Wie es nun im Endeffekt aussieht, weiß ich noch nicht. Aber wir werden das dann nächste Folge evaluieren, ob es funktioniert oder nicht. Und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!